heutigen Brookhaven Roleplay Video gibt es einen weiteren Teil der Mädchen-WG. Die Mädchen-WG hat eine Playlist. Guckt, bevor ihr diesen Teil guckt, auf jeden Fall alle anderen Teile. Die Playlist ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Im heutigen Teil suchen wir einen vierten Mitbewohner. Seid gespannt, was passiert, und vergesst natürlich nicht, den dicken fetten Like da zu lassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Wow, ich freue mich so, dass ihr meine Idee gut findet. Ja klar, deine Idee ist mega gut. Wenn wir jemanden vierten holen, dann können wir uns alle Kosten teilen. Und das Coolste ist, wir müssten dann nicht nur meinem Papa sagen, dass wir 1000 Euro Stromkosten haben, die wir nicht bezahlen können. Wow. Ja, das stimmt wohl. Was wollen wir jetzt machen? Sollen wir eine Anzeige aufgeben? Ja. Also das haben wir ja bei dir auch gemacht. Damit sind wir quasi schon Profis. Okay, das hört sich gut an. Ich hol kurz mein iPad. Da habe ich schon einen Account. Ein paar Sekunden später. So, das iPad ist da. Was wollen wir denn hinschreiben? Suchen vierten Mitbewohner? Müssen wir nicht erst klären, wo der vierte Mitbewohner wohnen wird? Also, haben wir nicht nur 3 Zimmer? Das heißt, der Mitbewohner müsste dann in Lucys Zimmer übernachten? Oh, stimmt. Das habe ich gar nicht bedacht. Am besten, wir gucken einfach mal alle Zimmer an. Vielleicht gibt es noch irgendein Potenzial, also was wir jetzt gerade nicht sehen oder so. Gute Idee. 20 Minuten später. So, und das letzte Zimmer ist Lucys Zimmer. Und Lucys Zimmer ist auch das einzige Zimmer, das theoretisch ein Bett frei hätte. Ja, das sehe ich. Das Zimmer ist eigentlich ganz cool. Ich bin mir halt aber nicht sicher, ob hier 2 Leute wirklich Platz haben. Aber was anderes bleibt uns ja nicht, außer meinen Vater zu fragen. Ja, okay, das scheidet ja ganz offensichtlich aus. Die Frage ist, ob wir unsere Zimmer irgendwie zur Verfügung stellen könnten. Oder weißt du, was wir machen können, Lucy? Was, Sandy? Ich könnte mein Zimmer aufgeben und dann könnten wir beide zusammen wohnen. Und die Neue, die könnte dann mein Zimmer bekommen. Was? Sandy, nein, du kannst dein Zimmer nicht aufgeben. Nein, wirklich nicht. Das kannst du nicht machen. Ich meine, am Ende des Tages ist es ja meine Schuld, dass wir das nicht bezahlen können. Ach komm, sei nicht so gemein zu dir selber, Lucy. Du hast halt nicht mega reiche Eltern. Das passt schon. Wir finden schon eine Lösung. Ja, aber die Lösung kann nicht sein, dass Sandy ihr Zimmer aufgibt. Ja, das stimmt. Ach Gott, ihr seid ja süß. Also ich wollte ja eigentlich nur helfen, wisst ihr? Weil, wenn derjenige, der neu einzieht, ein eigenes Zimmer hat, dann zahlt er ja bestimmt auch mehr, wisst ihr, was ich meine? Als dass er ein Zimmer teilen muss mit jemandem. Ja stimmt, da hast du recht. Also ich könnte definitiv mehr bezahlen. Das wäre jetzt kein Problem. Also ich könnte auch 750 Euro bezahlen. Okay, wenn du ein bisschen mehr bezahlst, dann haben wir noch... Wie viel? Warte, wir hatten 1000 Euro. Oh, ich bin so schlecht in Mathe. Dann haben wir noch 750 Euro, die wir quasi aufteilen müssten. Oder? Ich glaube, das müsste schon passen. 750. Also, dann bräuchten wir irgendwie 750 Euro noch. Das wird nicht reichen, weil wir können ja nicht 750 Euro verlangen. Wisst ihr was? Ich habe jetzt noch eine Idee. Wie wäre es denn, wenn wir uns alle einen Nebenjob suchen? Oder vielleicht gemeinsam irgendwas auf die Beine stellen oder so? Und dann können wir 500 Euro verlangen und die 250 Euro, die können wir dann irgendwie reinwirtschaften. Das finde ich eine gute Idee. Okay, das heißt, wir suchen jetzt jemanden Neues, der 500 Euro bezahlt und sich das Zimmer mit Lucy teilt. Genau. Boah, aber dann habe ich auch so ein schlechtes Gewissen, wenn du jetzt 750 Euro bezahlst und Lucy und die Neue 500, weil sie sich ein Zimmer teilen, dann möchte ich echt ehrlich gesagt auch 750 Euro bezahlen, weil alles andere ist ja irgendwie unfair. Jetzt mach dir keinen Stress. Dein Zimmer ist ja auch ein bisschen kleiner. Wie wär's, wenn wir per Nebenjob alle 50 Euro dazusteuern, also alle 3, und du bezahlst dann noch 100 Euro extra. Das bedeutet theoretisch, dass meine 550 ist, deine 800 und Sandy 650 Euro. Das ist mir alles viel zu kompliziert. Was? Ach, das wird schon irgendwie. Lass uns einfach jetzt mal das Zimmer ausschreiben für 500 Euro. Nicht 550? Könnten wir eigentlich auch machen. Was sagst du dazu, Lucy?
eigentlich ist es ehrlich gesagt nur fair, denn wir zahlen jetzt alle 50 Euro mehr und derjenige, der neu dazukommt, der verbraucht ja automatisch mehr Wasser und so. Von daher 550 Euro. Okay, also, das passt doch alles. 550 Euro. Kommt, lasst uns ins Wohnzimmer gehen und die Anzeige schreiben. 20 Minuten später. So, wir sind fertig mit der Anzeige. Jetzt sollte es nicht lang dauern und dann rufen hoffentlich die Ersten schon an. Ein paar Sekunden später. Was? Klingelt dein Handy jetzt schon? Glaubst du, dass es schon jemand ist, der sich bewerben will für die Wohnung? Werden wir sehen. Ja, hallo? Du möchtest die Wohnung angucken? Die Anzeige ist doch gerade erst raus. Okay. Ja, cool. Dann komm am besten morgen vorbei. 14 Uhr? Okay, super. Wow, das ging aber schnell. Hä? Klingelt dein Handy schon wieder? Ernsthaft? Au, unsere Wohnung scheint anscheinend echt beliebt zu sein. Ja, hallo? Eine Minute, 37 Sekunden später. Puh, okay. Wir haben schon zwei Bewerber. Wow, das geht ja echt mega schnell. Eine Stunde später. Okay, wir hatten jetzt innerhalb kürzester Zeit mega viele Bewerbungen. Die kommen alle, morgen ab 14 Uhr. Ja, richtig cool. Am besten fangen wir gleich mal an, die Wohnung zu putzen. Gute Idee. Wo ist denn der Mob? Ich hol ihn schnell. 20 Minuten später. Das macht ihr super, ihr zwei. Ich leer kurz den Abfall aus. Sarah, hast du hier schon gemacht? Ja, warte. Ich muss jetzt weitergehen. Ich gehe nach oben. Okay, cool. Dann mache ich hier unten weiter. So, jetzt ist dann alles super, super sauber. Am nächsten Tag. Oh, ich hoffe, ich kann auch das YouTube-Video von Sandy Roll angucken. Ich habe sie auch schon abonniert und geliked. Ich hoffe, ihr habt es auch alle gemacht. Oh, wohl eher nicht. Ich gehe schon. Ich gehe schon. Oh, hallo, komm bitte rein. Hallo, wir haben einen Termin um 14 Uhr. Ich bewerbe mich für die Wohnung. Okay. kommen Sie mit, nach oben bitte. Ja, und mein Mann hat sich jetzt von mir getrennt und deswegen brauche ich jetzt dringend eine neue Wohnung. Darf ich Sie kurz fragen, wie alt Sie sind? Natürlich, ich bin 39 Jahre alt. Okay. Vielen Dank. Wir melden uns dann bei Ihnen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das ist toll. So eine Mädchen-WG habe ich mir schon mein ganzes Leben lang gewünscht. Ja, das Leben scheint lang gewesen zu sein. Entschuldigen Sie, darf ich Sie fragen, wie alt Sie sind? Ich will Ihnen aber nicht zu nahe treten. Ich bin schon 56, aber das macht nichts. Ich bin genauso cool wie ihr jungen Hüpfer. Ihr werdet sehen, das wird super lustig. Party bis zum Abwinken. Yay! Okay, vielen Dank, dass Sie da waren. Wir melden uns dann bei Ihnen. Sarah, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, irgendwie ist mit unserer Anzeige irgendwas schiefgelaufen. Wir haben bis jetzt nur ältere Frauen gehabt. Also versteh mich nicht falsch. Ältere Frauen sind in Ordnung, aber doch nicht für unsere Mädchen-WG. Ja, da bin ich ganz bei dir. Also irgendwie tun mir die beiden auch echt leid, weil die suchen ja auch eine Wohnung und alles, aber der Altersunterschied ist halt ein bisschen zu heftig. Ja, das finde ich auch. Also ich hätte schon gern ein Mädchen gehabt. Also in unserem Alter. Ja, ich eben auch. Oh Gott, ich habe schon echt Angst, wer die Nächste ist. Jo, und dann dachte ich mir, so eine Mädchen-WG, also ha, mit so drei Chicks, ha, das ist also schon also keine schlechte Idee. Also, wisst ihr? Was hast du gesagt? Jo, Digga, ich dachte, dass das mit so drei Chicks in einem Haus richtig nice wäre. Also, ich suche auch noch eine Freundin. Wenn ihr versteht, was ich meine. Danke, dass du da warst, Christian. Wir sagen dir dann Bescheid. Das wird ja immer schlimmer. Sarah, wie konntest du denn nicht hören, dass er ein Junge ist? Ich schwöre dir, es hat ein Mädchen angerufen, kein Junge. Vielleicht hat er auch einfach nur seine Stimme verstellt. Wirklich, sonst hätte ich ihn nicht eingeladen. Ach Mann, so finden wir nie jemanden. Kommt jetzt noch jemand? Ja, eine. Ich habe aber ihren Namen vergessen. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich brauche dringend eine neue Wohnung. Und ja, die Wohnung sieht schon ziemlich gut aus. Also ziemlich gut. Ja, das freut uns. Warum brauchst du denn eine neue Wohnung? Also, ich wurde leider gemobbt in meiner letzten WG. Also richtig schlimm gemobbt. Und deswegen bin ich ausgezogen und suche jetzt eine neue Wohnung. Oh je,
Du Arme. Also bei uns mobbt dich keiner. Auf echt gar keinen Fall. Ja, definitiv. Möchtest du dir denn das Zimmer angucken? Also um das es geht? Ja, total gerne, natürlich. Ein paar Sekunden später. So, also das ist das Zimmer. Und du würdest quasi mit mir in diesem Zimmer wohnen. Okay. Das sieht ziemlich hübsch aus. Wohnt ihr beiden anderen auch zusammen in einem Zimmer? Nee, wir haben alle das eigene Zimmer. Aber wir haben leider kein viertes Zimmer. Und deswegen müsstet ihr euch dieses Zimmer teilen. Okay, alles klar. Wenn du dann keine Fragen mehr hast? Also würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn du einziehst, oder? Definitiv. Also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du einziehst. Ja, ich auch. Also ich würde mich freuen, wenn du mein neuer Mitbewohner wirst, also in diesem Zimmer. Ja, okay. Dann ziehe ich gleich morgen ein. Gleich morgen? Oha, okay. Ja, cool. Dann bis morgen. Ja, bis morgen dann. So nette Loser sind das. Oh mein Gott, mit denen werde ich viel Spaß haben. Die werden mir bestimmt aus der Hand fressen. Dann war es aber mit der neuen Folge der Mädchen-WG. Vergisst nicht, die Mädchen-WG hat eine Playlist, da könnt ihr alle Folgen nacheinander angucken. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, lasst sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!